Und die Kleinen gehen auf jeden Fall, die Großen weiß ich noch nicht genau. Ich meine, ich die Teile auch nicht aus, aber ich krieg sie tot. Aua. Du bist einfach weggelaufen. Ich bin auch hier, Mann. Ich kämpfe. Ach so, ach so. Alter. Oh, warte. Chill mal eine Runde. Hä? Ich habe jetzt auf einmal einen neuen Skill, sehe ich gerade. Ich hatte bis eben nur 3 Skills in der Wehrform. Hier dieses Geheul auf 1 und die beiden Links- und Rechtsmaustaste. Das habe ich auf der 2 noch einen zweiten Skill dazu bekommen. Ob das mit dem Level zu tun hat, oder? Weil das ist da, wo mein Hurricane drauf ist. Ist mein Hurricane jetzt zu einem anderen Skill geworden, oder wie, oder was? Weiß ich nicht. Das muss ich mal rausfinden. Ist ja cool. Da gibt es da spezielle Skills, die da diesen super ultimativen Werbär quasi transponierst in andere Skills. Ah, tot. Wer, du? Nicht gut. Warte, jetzt müssen wir uns überlegen, welchen wir zuerst nehmen. Denn nur einer davon macht einen Weg frei, den wir dann frei machen müssen. Ich würde schätzen, entweder oben rechts oder oben links ist das, was wir brauchen. Ich würde eher oben rechts sagen. Für die Season. Ich würde oben links sagen. Ah. Ene Menu und such du aus. Ich trinke mal einen Schluck. Trinken! Alle trinken was! Alarm! Trinken! Feuer löschen! Oben links. Okay. Wir wissen ja, dass du immer falsch liegst, aber ist egal. Wir machen es trotzdem. Komm. Hallöchen! Wir trauen uns was hier. Wir trauen uns was. Prinz Legendary ist wieder in the house. Bezüglich des Event-Postings. Also Mario Party habe ich ja nicht reingeschrieben, glaube ich, oder? Ich habe nur Mario Kart geschrieben, deswegen ist natürlich nicht zu 12 möglich. Wann ist Mario Kart? Ich will mitspielen. Noch gar nicht. Oh. Aber generell, also Mario nicht Party wird in diese Sachen nur nicht reingehen, weil mit 4 Leuten hast du keine Community-Sache bei. Das ist, ich brauche mehr Geistes. Ich bewusst Spiele, also, wo mehr als 4 dabei sind. Mario Party kann man doch online mit 12 spielen? Mario Kart, nicht Mario Party. Ich meine, ja, es geht jetzt um Party. Er hat nach Party gefragt. Okay. Ich habe Party geschrieben? Ach, verdammt normal. Ja, das kommt davon. Ich höre die dann doch. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich habe keinerlei Tränke. Also gemeint war auf jeden Fall... Oh, ich habe keine Tränke mehr. Was? Ich muss eben weg und mich heilen. Ich habe nichts... Ich sterbe gleich. Oh, das war knapp. Ich muss mich wegteleportieren. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Gut, dann kannst du dich wiederbeleben. Kart geht. Also... Was meine Community-Event-Sache angeht, momentan habe ich Spiele im Vorschlag. Smash Bros. Geht mit 8 Leuten maximal. Mario Kart geht mit 12 Leuten. Was habe ich noch geschrieben? Ich habe schon vergessen. Irgendwas geschrieben, aber alles vergessen. Samira, ich rette dich. Ja. Vielleicht. Sei nicht Sterbefeuer. Ich bin noch. Ich bleib tot, solange ist, okay? Bist du denn? Ich sehe dich hier gar nicht als Leiche. Ich lieg da mitten drin. Ach, da, oh, ach, auf der Karte ganz woanders zu sehen. Ich sollte ja mal ein bisschen verbessern hier. Man denkt mir, du bist ganz woanders. Oh, verdammt, ist das. Oh, fuck. Ich brauche Zeit. Nee, beleb dich mal wieder, Samira. Ich bin auch tot. Das bringt so nichts. Okay. Aber ich sehe auch das Alter nicht, was wir uns mitnehmen sollen. Super Smash, Mario Party. Ja, sollte Mario Kart heißen. Splatoon. Ja, Splatoon und Super Bomberman. Die habe ich reingeschrieben gehabt. Theoretisch wäre noch. Mitspielen. Ja, ja. Du bist auch fix eingeplant, Samira. Mein theoretisch, wurde mir auch gerade noch gesagt, hatte ich vor dem Stream. Ach ja, da war ja was. Nein! Komm zu mir, Samira, ich bin ganz alleine hier. Diesen muss zwei Gegner, ich häng mir tot. Au, au, nee, ich bin tot. Was? Was? Ja, da kam 2 Minuten gehauen, das fand ich nett von denen. Jedenfalls dieses Spiel, und mir wurde gerade noch gesagt, dass ja theoretisch Pokémon Unite, das ist ja Free-to-Play, auch so eine Sache wäre. Das man auch zu viert spielen könnte, obwohl ich aber sage, das ist theoretisch kein so geiles Community-Event, weil da musst du eher hinterher sein, das regelmäßig spielen. Aber für eins der Runden, ich weiß nicht, ob man da private Matches machen kann bei Unite, wäre es auch theoretisch eine Option, mal das Angriff zu nehmen. Aber ist halt auch nicht jedermanns Spiel, das ist sehr mit Skill verbunden. Weniger Party-Spiel als der Rest. Deswegen weiß ich nicht. Ah, Samira, nein! Ich brauche mehr Zeit. Was soll ich da jetzt machen, bitte? Kann ich mal anklicken gerade. Aua. Kriegen locker die 30er tot hier. Easy. Ah. Ich brauche Zeit, um das. Ich hab schon wieder nur 2 Tränke von 9. Ich ruck zu runter. 9? Ja. 6. Hehe. Oh, der will nicht sterben. Nee, will er nicht. Er belebt sich wieder. Oh, das. Nee, macht er nicht. Doch. Nee, ich halt ihn auf. Der Balken hat sich gerade wieder. Ich bin noch nicht bereit. Komm, zu zweit mit 2 Bären draufhauen. Der kann gar nichts, der Typ. Bumm.
Was noch theoretisch möglich wäre, wäre auch Among Us tatsächlich. Ich muss ja, ich weiß gar nicht, 8 Spieler möglich? Ist ja auch per se nicht teuer, das Ding. Ich könnte man sich auch zur Not, wenn man keine Switch hat, auf PC mal gönnen. Wer es nicht hat. Also als Community-Event wäre das ganz cool, glaube ich. Verdammt, ich habe keine Tränke mehr. Gleich bin ich tot. Vom Abendbrot. Ich muss noch etwas warten. Ist nicht. Oh, der hat sich wieder geheilt, die Sau. Ist aber ein Skelett. Au. Oh. Ist aber ein Skelett, keine Sau. Wer ist halb tot? Jetzt komme ich gleich wieder ran. Komm, dann machen wir ihn. Wir haben jetzt kalt, machen wir den. Der war schon dreimal. Alles klar, tschüss, Kurin, bis nachher. Jedenfalls diverse Spiele halt, die ich da in Aussicht habe, die man machen könnte und ich gerne machen will und keine Ahnung, was alles. Und was ich alles will, ich weiß. Muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Community-Event-mäßig, weil ich habe auch das an sich, das ist total Bock, sowas zu machen mit euch zusammen. Aua. Aber da müssen die Leute äußern zu, sonst wird das natürlich nichts. Ich muss noch etwas warten. Gleich haben wir ihn. Super easy. Du bist tot. Ja, ich halte dich wirklich gerade gegen. Oh. Ich bin tot. Nein, Samira, nö. Er ist tot. Doch. Ich halte dich gerade. Ich auch. Aber ich belebe dich wieder. Wir sind alle tot. Ich nicht. Tot, Sound Alert, Leute, los. Ich habe einen Sound Alert getötet, aber ich bin nur einmal gestorben. Ich auch. Ups. Hast du einen jetzt neuerdings, ja? Ja, ja. Warte, ja. warte kurz. Gern geschehen. Leider höre ich nicht, wenn ich das Team auf Mute habe, aber... Ah, Hilfe! Ich muss noch etwas warten. Oh, das ist echt gut. Der Sound Alert? Ja. Das freut mich. Dann stirbt doch öfter mal. Hörst du ja nicht. Bin doch eben dreimal gestorben. Zeit, um das zu tun. Dann nimm lieber Goose Goose Duck statt Among Us. Was ist denn Goose Goose Duck? Sag mir nicht, Baru. Mit der Ente, mit der Gans, die gespielt hat? Also, ich, bei der letzten Nintendo Direct war dieses komische Taubenspiel gewesen. Waren es Tauben? Das sah schön bekloppt aus. Die Gans war auch cool. War das Gans oder waren es Tauben? Hier war so ein komisches Partyspiel mit Tauben oder Gänsen war es gewesen. Ich weiß nicht, ob du das damit meinst, weil ich den Namen nicht im Kopf habe. Das ist ja auch ganz cool, glaube ich. Ist aber, glaube ich, noch nicht draußen für die Switch. Das kommt erst noch. Und auch eine Option, aber es ist nicht so meins, wäre Fall Guys. Ist ja auch ein Set gratis. Auch das wurde mir nochmal gesagt vorhin. So Fall Guys zocken. Eine Scheiße. Aber auch das wäre... Ich weiß gar nicht, ob man da gezielt zusammenspielen kann, ehrlich gesagt. Ja, das. Okay, das auf dem Switch-Trailer. Ja, Baru? Das müssen wir nochmal ansehen. Wie gesagt, ich weiß noch gar nicht genau, ob es schon raus ist. Ich meine nicht. Bereit. Ja. Aber das, hat das 4 Spieler? Hat das 8 Spieler? Habe ich gar keine Ahnung. Das sah lustig aus, aber... Wie gesagt, ist ja noch nicht draußen. Was ist ein Tier? Ein was ist denn wo? Ein Bär? Wow! Ich muss noch etwas ein Cheer bei Twitch. Na, Cheer ist sowas wie Bits, bin ich der Meinung. Beim Cheer haust du Bits raus, oder? Ich bin immer noch Twitch-Noob, ich hab keine Ahnung. Ach, oh, oh, stirb, Legendary. Auf jeden Fall Prince Legendary da so einen coolen... Er hat Cheer One. Wie ist denn das? Das ist aber nicht... Sind Bits. Cheer sind Bits, sag ich doch. Das ein Bit, ein Cent stimmt übrigens nicht mehr, habe ich gerade gestern gehört durch Samira. Das war aber früher mal so. Oh, das Goose Goose Duck Game hat maximal 16 Leute. Okay. Wann sehe ich denn die Menge von den Bits? Keine Ahnung. Das ich nicht weiß. Steht hier gar nicht. Cheer One 2020. Air Force One. Schritt, Prinz. Was? Ja, das ist ein Smiley, kannst du nicht sehen, kann ich aber sehen. Das ist ein, eine Schildkröte, schätze ich, der eine E-Gitarre schreddert. Voll cool. Ich brauche auch einen Shredder mit, ich brauche einen Tod mit der Gitarre als Emote. Aber ist ja komisch, dass man nicht sieht, wie viel. Ja, frag mich nicht. Hat doch nur eingegeben. Kannst du aber bei deinem Stream Elements-Dingens nachgucken. Das wird da irgendwie aufgelistet, glaube ich. Ja, er meinte eins, aber das müsste auch irgendwie, also fände der cool, wenn das da steht. Auch, noch. Ist ich. Ja. So, Endboss. Ich bin noch nicht bereit. Oh fuck, macht er viel Schaden. Kann wie einfach hier wie Level 30er kalt machen. Easy. Es wäre nie was anderes gewesen. Ich hab doch einen Heiltrank, gleich ist er weg. Jetzt ist er weg. Oh, wir leben aber auch gleich mit. Ah! Ich muss noch etwas. Nein, wieder. Ich bin tot in 3, 2,
Oh, zu früh. Hey, das Item ist hier oben. Sehe ich gerade. Wir können abhauen. Oh. Na, über dir. Ich bin tot. Das ist egal, das Item ist darüber. Du hast doch den richtigen Weg genommen. Sehr schön, Samira. Ja. Wir sind tatsächlich richtig hier. Ich schnapp's mir das Item ganz fix und dann hau ich ab. Schwein gehabt. Hätte auch schief gehen können. Ich habe das Item, schnell weg hier. Oder hast du es auch? Ich bin tot. Den hast du wiederbelebt. Ich kann den nicht wiederbeleben. Ich kann mich da hinstellen und dich wieder. Das bin ich ja auch. Das geht nicht. Ist doch gar keiner. Ja, weil er hinterherläuft gerade. Wo bist du denn? Ach. Jetzt, bist, ach, jetzt so. Bin ich gerade da. Jetzt bin ich weg. Aber ich hatte das Item gar nicht. Dann musst du das extra holen, wie es aussieht. Der muss nochmal herkommen, wo ich gerade bin. Oh nee, das ist jetzt auch gelb unterlegt. Ja, hast zwei Haken jetzt? Nee. Ah, er kommt. Na, wo ist das denn? Nach oben rechts musst du. Was? Wenn es hier nicht liegt, dann habe ich es doch schon für uns beide eingesammelt. Hier, genau hier, wo ich gerade bin. Da, hier? Das glänzende Ding da oben. Ach, da. Zeit, um das ja, ich hab's, ich hab's. Lauf! Warte, ich halte ihn auf. So, ich habe ihn gelehnt und festgenagelt mit meiner Ranke. Ab dafür. Jetzt teleportiere ich mich zur Stadt da unten zum letzten. Alles klar, Maru, bis gleich, gleich. Meine Fresse, was für ein Unterfangen. Oh, Mann, ey. Jedenfalls dieses Goose Goose Duck Game, wenn es tatsächlich so heißt, wäre da auch eine Option für so eine Community Event. Das ist, glaube ich, ganz lustig. Das sah schön bescheuert aus. Scroll, scroll. Scroll, scroll, scroll. Was scrollst du so? Also, er meinte, es steht da. Ein Bild. Ach, das Zeichen für ein Bild. Okay. Oh Gott, das ist aber. Das sehe ich nur, wenn ich genau drauf gehe mit der Maus. Das kann ich ja beim Zocken nicht. Das ist ja unglaublich. Irritierend. Twitch is a bitch. Trotzdem danke. Gern geschehen. Achso, ich meine, ja. Fair vertreten, ne? Was kriegst du dafür jetzt? Also, was hat man davon? Na, du bekommst das Geld. Und diesen Emote im Chat. Wie schon mehrmals erwähnt, ich persönlich... Aber der Emote ist doch nicht von mir. Nein, er wird dir reingepostet in den Chat. Das heißt, er steht im Chat, der Emote. Raus. Hä? Ich habe ja bei meinen Bits ab 1000. Hat deine eigenen Bits? Ja, wie hast du 10.000 meine Emotes. Aber bei da habe ich keine Ahnung von. Ich habe ja hab ich ja kein Emote. Wieso? Was? Hä? Ja, wie, das weiß ich auch nicht, weil ich selbst keine Bits nutze, weil ich die bescheuert finde. Oh, ich kann mich nicht teleportieren. Was machst du da unten? Ich habe unten keinen Wegpunkt. Nicht Wegpunkt. Seasonreise. Du hast keinen Wegpunkt? Nee. Da, wo ich bin, ist ja die Kiste gerade. Dann zählt er natürlich zu mir, genau. Bei OBS kann man sich sowas auch anzeigen, was im Stream. Ja, aber da steht Gänsefüßchen, Cheer One, 2020, Shred Prince 952 Love. Nicht im Chat, er meint beim Activity Feed. Ja, habe ich gerade vorgelesen bei OBS. Ach so. Merkwürdig. Also, wenn Cheer One, also die 1 heißt 1, dann ja, dann. Okay. Ach, da oben, einmal, ach, da. Ach so, oh, toll. Ganz, ja, du bist halt der Allererste, der ein Bit... Da steht zwei Bits, okay. Oh. Ja, hau raus das Geld. Alles weg damit. Du bist halt der Erste, der hier Bits gemacht hat. Das muss ich erstmal jetzt verinnerlichen. Dankeschön. Na, zum Glück ist Kurin gerade AFK, sonst wird sie wahrscheinlich jetzt herausgefordert fühlen, wenn du das so sagst. Oh, 3 Bits. Nein, 4 Bits. Ah ja, ich weiß noch damals. Da kam jemand bei einem Chat, hat aber mal eine Runde Abus geschenkt und war mal zack, ah, das kann ich auch. Und dann war ich 50.000 Euro reicher so ungefähr. Alles arme Irre da draußen, Leute. Ehrlich, macht das nicht so extrem. Doch? Ja, doch. Bei Samira macht das aber. Nee, dann wird es alles in den Stream. Den Ström. Ström. Lindström. Ich habe heute auch im Tierladen, weil Shiva ja auch am Schreibtisch liegt, auf einer platten Decke. Die arme Katze. Endlich ein Katzenkörbchen, ein richtig tolles, wo sich auch wohlfühlt. Sagst du gekauft. Jetzt. Das war ein bisschen teuer. Ja, also. Aber, also wenn ich was ausgebe von dem gespendeten Geld, dann für den Stream. Ha. So. Also sagen wir so, das, ich glaube, ich darf es verraten. Darf ich es verraten? Ja, ich darf es verraten. Ja. Das Katzenkörbchen war teurer als ihre bisherigen Einnahmen bei Twitch. So. Das mega. Also stimmt das in dem Sinne, was sie sagt? Definitiv. Und das Lustige ist, mal schauen, ob die Katze das überhaupt annimmt. Ich bin immer noch skeptisch, weil erfahrungsgemäß kaufst du was super Teures für die Katze und ist mir egal, ich nehme einen Karton davon. Ist halt ein Klischee, was oft zutrifft. Ah, aber sie guckt immer. Nö. Und pupst rein, genau. Weg ist sie. Hä? Kannst du zurückbringen?
Also ich habe meins. Wo bist du? Wo ist denn hin hier? Hier oben zu mir. Ich bin bereits da, wo es ist. Ich bin sehr schnell, sehr schlau und findig. Findig oder findig? Beides. Was? Wenn es ums Geld geht, dann muss bald OF her? Was ist OF? OnlyFans nehme ich an. Dachte, Ortskontrollfahrt. Nee, OnlyFans. Ja, mach mal. Nein. Also wenn Enrico anfängt, mache ich auch mit. Mit OnlyFans. Au. Wo ist es denn? Liegt's da nicht bei dir? Jetzt steht bei mir, sprecht mit Common. Na, so ist ja schon. Ach, auf die Mann, Schnauze. Ey. Auf den Chat gucken und das und dies kannst und das. Ist ja nicht so, ne? Nee. Muss man nur üben. Also Leute, schreibt mehr in ihren Chat rein, damit sie besser lernt zu lesen und zu zocken nebenbei. Und vergesst nicht, bei Samira in die Horror Game Challenge zu investieren. Ist immanent überlebenswichtig. iPay-Reihe. Ich meine, sonst kann ich auch deinen Stream vorlesen, Samira, habe ich kein Problem mit. Dann lese ich meinen und deinen Stream-Chat vor. Mach mal. Ja. Finde ich ja gut. Ich meine, ehrlich, das mache ich, wenn du das sagst, dann, aber ich glaube, es bringt dir auch. Du bist ja Moderator. Ich suche ja noch einen Moderator, Leute. Übrigens, ich suche noch einen Moderator. Ich habe heute keine Rose für dich gehabt, aber du bist vielleicht der Nächste, der in Frage kommt. Ja. Wir suchen noch Mods für Samiras Kanal. Wer fühlt sich angesprochen? Ja. Wer ist jeden Tag dabei? Wer spendet Bits zuhauf? Nein, das macht Moderator gar nicht. Ach ja? Fahr bei meiner Moderatorin. Deine Moderator ist meine, auch meine OF. Motoratorin. Dieser OF. So. OF? Nein, ja. Was? Nein! Du, das ist Ramira. Ich glaube, du weißt nicht, was OnlyFans ist. Wieso? Da ein ganz narischer Fan? Nein. Was ist da? OF? OnlyFans. Das ist so eine Seite. Ja, only me, das only ist so eine me. Seite. Was? Das ist so eine Seite. Hab? Ja. Ja. So ähnlich. Und? Ja. Dann? Ja, nicht und dann. Ende. Das ist so ähnlich. Das muss ich erstmal gleich auf, was das ist. Varu hat das Platoon angesehen, okay. Hast du ja auch OnlyFans angesehen, wenn du schon dabei bist, Varu? Du sollst da nämlich neu nichts aufziehen, habe ich gehört. Ach Mann, jetzt muss ich erstmal wissen, was das ist, das kann ich gar nicht mitsprechen. Ja, was du gesagt hast, das war im Prinzip das. So, reden wir. Homeländer. OnlyFans lohnt sich nicht. Also, hast du hier richtig gemacht. Dem Licht sei Dank. Es wird mich einige Zeit kosten, das durchzugehen. Doch ich hoffe, bald die Informationen zu haben. Jetzt. Echt jetzt ein Satz? Kurz googeln. Ja, pass auf, jetzt. Samira lernt OnlyFans jetzt live im Stream kennen, Leute. Wenn du OnlyFans googelst, lieber Samira, dann mach das doch bitte so, dass du das gleich mal im OBS mit drin hast. Dass du es aufnimmst quasi. Und mit Webcam aber, sondern wir wollen deinen Gesichtsausdruck sehen dabei. Klingt doch ganz harmlos. OnlyFans ist ein Webdienst zur kostenpflichtigen Bereitstellung von Webinhalten wie Fotos und Videos. Vorwiegend natürlich erotisch, pornografischen Inhalts, aber auch Livestreaming prominenter, was ist das denn komisch? Jenseits dieser Sparte. Ja, klingt super harmlos. Also da sind nur nackte Frauen unterwegs, so. Hier, die Chip-Redaktion sagt, auf OnlyFans können sie Stars, Künstlern und anderen beliebigen Content-Creatern folgen oder selber zu einem Content-Creator werden, Samira, und damit Geld verdienen. Was Samira. Denn? Was? Da sind nur nackte Frauen unterwegs. Kehle vielleicht auch noch, ich weiß nicht genau. Also wie diese Werbung, die manchmal kommt? Was? Hier, ja, nackte Frauen. So, ja, meinst, wo man den so... Ruf an, 0190, 4x6, 4x6, oder? Ein, wo das quasi ist so wie Skype und man guckt den per Video. Auch Männer, siehst du. So, zu? So? Ich bin da nicht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, da sind lauter nackte Frauen und zeigen Videos und Fotos von sich. So. Also die Beispielbilder hier sind normal. 6x6. Ja, die Beispielbilder, natürlich, weil die Beispielbilder ja auch geschönt sind und keine Ahnung, wahrscheinlich in der Inhalte der Seite entsprechen hier, dürfen. Hier, pass auf. Ich habe mich entschieden, ein Mann übrigens, bei OnlyFans mitzumachen, weil dies ein Ort ist, an dem ich meinen echten Fans näher sein kann. Ja, und zwar nackt. Ich kann alle meine Geheimnisse, mein Leben außerhalb der Käfige und exklusiven Neuigkeiten über meine Karriere, meine Kämpfe teilen. Die Käfige sind auch aneinander... Das ist ein Boxer. Ja, ja, die Käfige, das ist eine Metapher für Kleidung. Die ist dann weg.
Also hier auf dem ersten und zweiten sieht das gar nicht so schlimm aus. Ja, ja. Das ist aber wie bei Twitch, gibt es auch ASMR, wo die Frauen so ins Mikrofon reinsagen. Ja, aber da sind sie nackt dabei. Jedenfalls, das ist einfach nur Pornhub für andere Leute, nee. Waru. Okay. Als ich das erstmal gehört habe, habe ich mir das mal angeschaut und lohnt sich nicht. Den Content gibt es viel günstiger und mit mehr zu sehen. Eben, sag ich doch. Die nackten Frau kriegst du auch woanders. Umsonst. Also Onlyfans sind quasi die Seite oder kann man sagen, das sind die Fans, die nein, stehen ein, die nackt sehen wollen? Hier wurde eindeutig die Seite genannt, nichts anderes. Okay. Ja, ja. Was soll ich machen, damit ich dann damit Geld verdiene? Nein, ja, quasi, wenn du dich danach aussiehst, bekommst du mehr Geld. Ja, das ist der Punkt. Das stand doch hier in meinem Chat. Ja, ja, das war damit gemeint. Ja, ja, okay. Ja, ja, nee, okay. Mach ich nicht. Das haben wir geklärt jetzt. Ne? Nach 15 Minuten, nee, mach ich nicht. Sag mir da kurz hin. Nö. Ich muss noch etwas warten. Bezahlbar. Okay. Ja, sind wir auch ein bisschen schlauer geworden heute. Wir haben was gelernt. Liebe Kinder, hier lernt ihr was für Erwachsene. Nein, der ist auf 18, das Ding. Ja, ja. Oh, meine Rübsflasche war schon offen. Mhm. Ja, aber ich leider nicht. Oh. Ey, ASMR ist an sich nicht schlecht. Hast recht, Varu, ist an sich ganz cool. Wenn man's, ne, hast recht. Was? Naja, ich hab's mal sowas bei Twitch gesehen, so ASMR. Das war ja ganz cool gemacht. Das ist halt ohne nackig sein, keine Ahnung was. Mal richtig so die Geräusche macht und das auch hört. Das ist halt cool irgendwie, das für die Ohren, aber ich weiß halt, wo es auf OBS, wo es bei Onlyfans nur genutzt wird, wofür. Und das ist halt cool. Das findest du cool? ASMR ist interessant, ja. Wie so reinsabbern? So. Das habe ich so nicht. So, wenn man es ordentlich macht, das habe ich jetzt nicht gehört, sowas. Aber wenn irgendwie jemand da mit Fingernägeln drauf kloppt oder keine Ahnung, das leicht gegenpustet, sowas, das hört sich ziemlich krass an halt. Das ist ja. Ne, das ist schon cool. Moment. Besser? Ja? Hast du es gehört? Nein. Und ich habe Kakao im Mund. Ja, das. Oh. Ja, geil, ne? Super. Du hast ja kein ASMR-Mikro, verdammt. Mann. Und man macht das auch nicht so. Ach, ich gehe jetzt nach Hause. Oh. Oh, warte, was? Es gibt aber auch guten Content. ASMR. Kurin. Es gibt auch guten Content ohne Frauen, die dir ins Ohr stöhnen, sagt Varu. Ja, Varu weiß Bescheid, der hat sich das angeschaut, der hat das getestet für uns im Test. Könnt ihr nachher, morgen schreibt Varu einen Bericht und veröffentlicht das Ganze auf seinem Twitch-Kanal, Discord-Kanal und die könnt alle reinlesen gegen 50 Euro Abo-Gebühr pro Tag. Ja. Ah, dann höre ich mich täglich an, sagt Varu, siehste? Mit Holz auf Holz klopfen, gibt auch ohne Stimme, ja genau. Ich finde ASMR an sich nicht schlecht. Mukbang-Videos angucken. Was ist Mukbang-Video? Nee, das weiß ich wieder, aber eklig. Ach, das ist wieder eklig. Das ist eklig. Ach, ich wüsste alle, was ihr wollt. Erklär mal, was Mukbang ist für alle dumm hier im Stream. Ich gehe schon mal so lange zum nächsten Season rein. Nö, ich musste auch googeln und. Ja, aber ich weiß es doch. Ja, dann müssen die anderen das eben selber nachgoogeln. Aber die wissen ja, wie es geschrieben wird. Wackbang, Wackbang, Wackbung. Mukbang. Mukbang. Big Mac. Mac Wang. Nee, also als ich ASMR hier bei Twitch gesehen habe, war ich sehr schockiert. Ich kannte das ja noch gar nicht. Also ich kenne ja generell nicht viel. Aber aus der Online-Welt. Die hatte die. Also verschiedene. Die eine hat ganz komisch reingeflüstert, aber sehr nuschelig. Also eigentlich habe ich das nicht verstanden. Willst du A kaufen? Wer ich? Nein, nein. Nein, das sollte schon, glaube ich, erotisch sein. Glaubst du? Die andere hatte dann eine Folie und Schlagsahne drauf und hat dann abgeleckt. Na gut, wahrscheinlich, weil ich eine Frau bin, ist das für mich einfach nicht schön. Klingt fast schon eher nach Onlyfans-Inhalt tatsächlich, wenn du das so sagst. Das war alles nur erotisch, was ich ja nachts um 3 bei Twitch gesehen habe. Also ja, also ich weiß nicht, das kenne ich jetzt von ASMR zum Beispiel gar nicht, das habe ich so nicht gesehen. Ich habe halt eher wirklich was beruhigende Töne für die Ohren, sowas, was wirklich entspannt, das ist halt cool. Das andere weiß ich nicht. Also das habe ich da nicht gesehen, ich habe da echt nur die krassen Sachen gesehen. Also Black Varro kann ASMR Zeitgeist empfehlen, wenn ihr mal guten ASMR-Content hören wollt. ASMR Zeitgeist. Ihr habt zuerst gehört von Black Varro TV via Sifirof Let's Play und Samira Luna im Livestream Diablo 4. Und jetzt ab dafür. Und ja, das war Product Placement. Ich hätte gern Geld dafür. Wie heißt das immer? Geist, was? Zeitgeist. ASMR Zeitgeist. Ich muss noch. Ich muss noch Werbung, muss noch Geld dafür verlangen. Ja, hab ich doch gesagt gerade. Hört mir gar nicht zu. Hey, ich bin gelevelt.
druidische Geisteropfergabe. Ach, die ist das, Samira, hier das Druidenzeug, ne? Diese Spezialfähigkeiten mit den Tieren da. Ja. Ich hatte recht, man kann von jedem eins nehmen. Also von jedem der vier Tiere kannst du jeweils eine Fähigkeit nachher nehmen. Ist doch quasi ein passiver Bonus-Skill noch. Und mit einem Tierfreund kannst du dich besonders anfreunden. Da kannst du sogar zwei nehmen dann. Das musst du mir dann nochmal aufs Screen erklären. Also ganz grob gesagt, ist einfach vier extra Passiv-Skills, der Druide hat, die andere nicht haben können. Ich hatte schon zwei Wölfe und ich kann nachher noch mehr Tiere haben. Nein, hier, wenn du auf Geistersegen gehst. Shift plus C, also im Charaktermenü in der Mitte, den Reiter wählst. Da bin ich ja gar nicht. Habe ich noch gar nichts. Doch, doch. Dann habe ich noch nichts ausgewählt. Das haben wir doch gestern gemacht gehabt zusammen. Ich muss noch etwas warten. Ich hab. Nein! Stopp! Geh ins Charaktermenü. In 3, 2, 1. Jetzt. Geistersegen. Der. Ja. Das. Kannst pro Tier eine Fähigkeit später auswählen und bei einem kannst du dich anfreunden und zwei davon auswählen. Oh. So ist das. Ach cool, danke, Maru. Ich mache jetzt ein Tier zu Ende oder ich kann jetzt von jedem Tier leveln? Du kannst jedes Tier, das ist deine Entscheidung. Das Problem ist halt, man sieht halt, ich weiß ja nicht, was jetzt die ganzen Sachen sind. Ach doch, sicher. Okay, man kann, kannst ja raufgucken, ja, welcher Effekt was hat. Und dann entscheidest du dir nicht, was du als erstes haben willst und nimmst das Level das zum ersten Mal, dann keine Ahnung. Aber ich werde erstmal die Schlange, glaube ich, leveln. Da muss man, glaube ich, was war das, 100 davon auf einmal ausgeben, damit die einen anfreundet. Denn das ist das Ultimative, glaube ich mal. Es wird bestimmt das Beste sein. Das würde ich eher zuerst nehmen wollen. Gucken, was dabei rauskommt. Kann man die anderen eingesetzten Punkte wieder re-einsetzen? Nein. Zurück? Was du hast, hast du jetzt. Also, warum wird uns wie, mal... Wie sammle ich das jetzt nochmal auf ein? Das fällt gelegentlich runter bei Gegnern. Achso, dann müssen wir da dahin, wo wir gestern waren, zu den Geistertieren und das dann direkt vor Ort aktivieren. Genau. Das kannst du bei Quest, in deinem Questretter im Inventar sehen. Da habe ich jetzt 97 druidische Geisteropfergaben. Bin jetzt so kurz vor 100, ich könnte das gleich machen. Muss ich das? Inventar unter Quest. So, und Varu hat uns einen ASMR-Creator per Discord geschickt. Cooler Typ. Und wenn ich genug Leute für Super Smash finde, dann kauft sich Varu das auch. Challenge accepted. Ja, ich will erstmal Diablo, ja? Sonst habe ich im ganzen Let's Play bei YouTube nur irgendwie Switch-Content drin. Hä? Hä? Was? Hä? Switchy-Switchy. Wolltest du mal gesagt haben. Ja. Mecker. Ja, wenn ich das nicht Let's Playen würde hier, dann wäre mir das auch egal. Warten. Das stimmt gar nicht. Doch. Okay. Dann stimmt's halt doch. Ja. Autsch. Bam. Na? Beißt du mal Gegner kaputt? Finde ich voll vernünftig von dir. Ham. Hier oben ist irgendwas. Schnell! Ja. Test. Naja, gesteht, hat er nicht. Funktioniert. Ich Gott. Bin noch nicht bereit. Ich bin ein Werbär. Oh yeah. Ein Werbär. Oh yeah. Warum macht denn der so blöd? Und der doch immer her. Das weiß ich auch nicht so genau. Ich glaube, ist aus dem Spiel herausgespawnt. Boshafter Meister. Nicht, wenn ich müssen wir gar nicht töten. Da kann man rausgespawnt. Hier bestimmt bloß auf das Herz raus. Ja. Wusste ich's doch. Herz aktiviert. Ich muss noch etwas warten. Au. Ene, Mu, meine Ranke, das bist du. Und Hurricane kommt auch noch oben drauf. Ja! Oh, der Hurricane macht Spaß, Samira. Du hast recht, der ist echt cool. Ja, sag ich ja. Ja, sagst du ja. Ich muss noch etwas warten. Sag ich ja. Hast du ihn noch? Ja, du hast doch 100 dich gerade. Ja, natürlich. Natürlich, klar. Natürlich, klar, logisch, sicherlich, schon klar, ja, ich verstehe es, ja, ist ja, ja, du, wir haben hier, ich will dir keine Musik-Content haben, ich habe einen Switch-Stream gerade. Oh, besser hätten wir. Was habe ich gefunden? Achso, ist wieder Schrott. Wobei. 27 gegen 102. 90,
Was? Was soll's? Tausch mal aus. Auf die Usche mit euch. Ja. Was ist das für eine fiese Ausdrucksweise hier? Auf die Usche sagt man doch nicht sowas. Ich brauche Zeit. Geht's noch? Was zu tun. Ich hab die alle ohne dich getötet, Kusser. Sehe gar keinen. Wen denn alles? Alle. Ach so. Ach, alle? Ja, das ist eine ganze Menge. Das ist ganz schön viel. Oh, falsch gelaufen. Ja. Du auch. Ja, ich bin hier nachgelaufen. Das war mein Fehler. Ich lauf nach unten jetzt, wenn ich weiß, wo ich hin muss. Aber hier oben ist die andere Tür. Also verkehrt war das. Naja, es ist für später richtig und wichtig, aber jetzt... Ja, genau. Ja. Voll daneben. Nö, gar nicht wahr. Voll wahr. Nö. Voll. Nö. Voll. Ich bin da. Wo trödelst du wieder? Hä, wo bist du da? Ich bin beim anderen Punkt. Shit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit, sagt er. Das ist gelogen. Megabär. Kommt nicht von ungefähr, der Megabär. Aua. Au. Ich muss noch etwas warten. Warum hast du nicht genug Kraft? Weiß ich nicht. Gib mir mal auch. Oh Mann, ich bin gelähmt. Ständig so. Ganz schön nervig bei Zeiten. Ich bin noch nicht bereit. Bom, 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 bom. Ich muss meinen Trank schlürfen. War lecker. Es Wölfe. Ich bin noch nicht bereit. Ja. Ham, ham, ham. Wolfsfutter. Hammers bald ist der mit dem Wolf tanzt, nämlich. Ja. So, dieses Blutding habe ich tot. Das ist so ein anderes. Futz ich schon wieder. Hui. Oh, mein Lieb. Ist auch passiert. Geh, sterben. Geh. Sterben. Ich muss noch etwas warten. Steh sterben, steh sterben. Du musst gleich mal gehen. Kannst aber nur rumstehen. Trotzdem drauf gehen. Oh. Au. Meine Güte. Hast du schon das Herz aktiviert bei dir? Ja. Krass. Hast du schon besiegt? Jetzt. Dann kommen wir fix zu dir und dann kommen wir zu mir und machen meinen Typ nochmal. Holen die das Herz? Nee, aber jeweils die Blase habe ich fertig, der andere Typ da rausgesprungen ist. Und jetzt liegt das Herz hier noch. Aktivieren Sie das Herz jetzt. Aktiviert. So. Ja. Ey, du da, Lederwams-Heini. Und das und dies und jenes. Und Werwolf, mega Action. Ulti, Jative Ulti. Ja, macht schon geil, so fetten Bär und dann fett draufhauen. Mira vor, noch ein Tor. Klatsch. Das ist toll, aber diesen Geisterkräften, die ich gerade erwähnt hatte, wo du nochmal die Geister-Druidenkraft aktivieren musst da, kannst deine ultimative Werwolf-Gestalt verlängern. Der richtigen, die richtige Fähigkeit. Ich weiß nicht, wo es gewesen ist. Ah, hier. Level up. Das letzte von der Wolfsache. 25% längere Werwolf-Verschwandlung. Das heißt, naja. Geil. Sind dann immerhin 2 Sekunden mehr. Ja, ja, gehe er vor, irgendwie. Ich folge nun dann. Was für ein Vieh, aber okay. Warte. Ah. Nehmen wir. Immer, immer weiter. Ich schlürf mal was. Mein Stein. Zum Wohl. Und das Herz ist weg. Oh nö. Okay. Es ist weg. Man darf es offenbar nicht zu lange allein lassen. Das, wird dann gefressen von irgendwem. Darfst du nicht allein lassen, das Herz? Nee, dann geht es ein vor lauter Traurigkeit. Schade. Schade, schade. Dann halt eins weniger. Was soll's? Da ist jetzt ein fetter Boss oben. Aber da habe ich die ganze Zeit jetzt eine Frage im Kopf. Nochmal wegen dem anderen Thema. Ich muss noch etwas sagen. ASMR? Ja. Aha. Hat Baru niemanden zu Hause, der das für ihn machen kann? ASMR? Er hat so aufflüstert oder sowas halt. Weiß ich nicht. Was so Partner halt mal tun. Doch. Das ist eine sehr private Frage. Okay. So. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Autsch. Auf die Schanauze. Ah, ich war Gift. Ja, das gibt einem Giftgegner. Schätze ich. Hallo, ich bin auch da. Wow. Ich bin Mr. Druidenman.
Ich bin noch nicht bereit. Aber Mr. Druiden bin ich. Dieser Mistkacke, ey, Ellie. Ja, echt mal Mistkacke, weg damit. Zack, zack. Und gleich ist er tot. Oh. Jetzt. Dungion gewonnen. Jetzt habe ich eine schöne Zyklonrüstung automatisch. Weg haben wir ja gerade, ne? Kann ich eigentlich weghauen. Der Wölfe dreht sich auch. Wir müssen weitergehen. Ach, na toll. Der gute Wolf dreht sich auch. Es geht noch weiter. Der Dungeon war noch gar nicht zu Ende, wie ich dachte. Ach komm, mein Wölfe hat mitgetanzt. Das sehe ich leider nicht so gut bei mir, weil sie ja durchsichtig sind. Ah, oh, der hat getanzt. Ja, glaube ich dir auch. Ja. Was testen eben. Will das nicht. Ist die Stunde schon längst vorbei, sag mal? Ja, fast. Also knapp, aber egal. Das war noch fertig, dann ist Pause. Na komm schon. Boshaftig, Tübi, du. Ich muss noch etwas warten. Tatsache, jetzt ist es weg. Au, die Usche. Sehr merkwürdig. Ich bin noch nicht bereit. Also habe ich Hurricane rausgenommen gerade. Ja. Aus meiner Skillleiste, meiner aktiven. Und tatsächlich da, wo Hurricane war. Jetzt ein leerer Slot, das habe ich jetzt keinen extra Skill gehabt in der WABR Ultimativform. Mit Hurricane habe ich da noch einen extra Angriff. Komisch. Muss ich ein Item haben, wa? Ich schätze einfach nur, also es hat tatsächlich diverse Skills, manche Skills noch zu anderen Skills werden innerhalb der WABR-Form. Hat davor meine Wölfe drauf, die haben nichts gegeben. Jetzt habe ich meine Ranke drauf, was sie auch herbeirufen. Es gibt auch nichts. Jetzt können wir zurück, oder? Ja. Gott. Nee, ich muss jetzt Season Etappe 3 abschießen, steht bei mir. Wo ich weitermachen kann. Ja, aber im Dungeon sind wir fertig. Ja, ja, der ist durch. Ja, gut. Dann machen wir jetzt Pause. Bevor wir Pause machen, noch ganz fix, was Saro geschrieben hat, gerade zu dir. Samira, schau dir mal das Video an, was ich euch geschickt habe. Dann überleg dir mal, ob du mir die Frage nochmal stellen willst. Okay. Moment, ich muss jetzt kurz gleich den Stream erstmal. So, kurze Pause oder längere Pause. Ich muss mich kurz weiterbilden. Bis gleich, Leute.